Ja. War immer fast da und dann hat man, ist man wieder weggeschleudert worden, meine ich. Irgendwie so komisch war das. Wird jetzt so ein Heldenkommando nehmen tatsächlich. Also mit dem Ausweichen müssen wir noch ein bisschen besser hinbekommen, sonst wäre das hier nichts mehr. Und die Goofy-Bombe anwenden, würde ich sagen. Die Goofy-Bombe noch ready? Oh, den feiere ich nicht. Kommen wir ja auch irgendwann mal wieder runter, oder nicht? Scheint eher nicht so. Obwohl doch, wir kommen doch gleich an hier, oder nicht? Wir müssen ja irgendwie zu dem Kopf kommen, denke ich mal. Deswegen immer schön weiter vorne, 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 vorne. Take this, Alter. Schnell in zweiten zweite Form reinkommen. Schnell. Ja, zweite Form. Here we go again. Ja, ich bin ja gleich down. Kann ich ja gar nicht mehr schaffen. Boah, wir haben keine Potion. Was ist das? Boah, zwei Balken noch. Das schaffe ich ja niemals. Lass mal Kanone, sehe ich jetzt. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Lol, da ist er. Ja, überlebe ich nicht. Überlebe ich nicht. Safe nicht. Safe nicht. Was ist die Wutform? Alter, was ist das? Treffe ich ihn jetzt? Jetzt treffe ich ihn auch mal. Ja, nice. Das müsste ja richtig viel Schaden machen, eigentlich. Wir sind nicht mehr in unserer Wutform. Doch noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und es fehlt nicht mehr viel, es fehlt nicht mehr viel. Und es fehlt auch nicht mehr viel. Das war richtig knappes Höschen. Sehr knapp. Easy. Geht's hier auch weiter oder passiert heute nichts mehr oder was? War zu krass, hatten nicht mit gerechnet, dass wir es schaffen wahrscheinlich. Ey, ihr habt ihr doch besiegt, warum sind die jetzt wieder da? Uh-oh, now it's all four of them. So what? There are four of us too. Actually, I think I can make it five. Ja, aber das wird das jetzt safe für uns regeln, denke ich. No! Thank you, my boy. Yeah! Now watch your old man work. Hauen die jetzt ab oder was? Der klassische Staubsauger 2012 sich. Das ist der.
Jetzt sind die aber endgültig weg. I can't believe it! I put 18 years into that plan and you ruined it! I really don't like you. Just give it up already. You'll never beat Herc, no matter how many times you try. Yeah, stay in the underworld where you belong. You have the time of your afterlife. Enough already! I did not come this far to be ridiculed by Zeus, high and mighty, his little sunspot, and a trio of clowns! You know what? I'll just go ahead and destroy you! Hades! The exit is that way. Oy vey. Gee whiz. Hold on. I almost forgot. That one's for trying to wreck Thebes. You'll pay for this! I have a very, very long memory. I can still dunk your little nutmeg in a river of death! Lässig Glitzi hinterhergeworfen. Are you sure you want to leave all this behind? Isn't Olympus your home? And your family. I can see my family anytime I want. If I stayed, I'd have to be apart from the person I love most. And that life would be empty. I finally know where I belong. Hercules. Hercules. Och Mann, wie kann man das denn so aussprechen? Sora, we never got back to your question. Can I help? It's okay. I think I'm meant to figure it out for myself. I'll find my strength the way you found yours. Something to fight for. With all my heart. I guess you did have the answer. Well, you've got heart, Sora. Just keep at it, and I know you'll be stronger than ever. Yeah, I might even end up stronger than you are. There he goes again. Haben wir nicht gegen Herkules sogar schon mal gewonnen? Mein schon in irgendeinem Teil. Oh, neues Schwert, nice. Manche der Schlüsselschwerter, die du erhältst, sind in der Lage, sich zu transformieren. Sie können dann eine sogenannte Formänderung durchmachen. Jedes Schlüsselschwert hat seine ganz eigene Formänderung. In seiner geänderten Form lässt sich ein Schlüsselschwert andere Kombos und Zauber ausführen. Außerdem kannst du einen verheerenden Abschlussangriff auslösen, indem du Dreieck drückst, okay? Wenn du Schlüsselschwerter Formänderung auslöst, änderst du auch ändert sich wohlmöglich auch Soras Aussehen entsprechend und du erhältst Zugriff auf eine neue Auswahl spezieller Fertigkeiten. Manche Formänderungen eignen sich gut für die Offensive, andere wiederum für das Wirken von Magie. Experimentiere herum, womit du am besten zurechtkommst. Okay. Oh, das Schlüsselschwert Heldenwinge kann sich per Formänderung in eine Defensivwaffe namens Konterschild verwandeln. Halte 4 gedrückt, während du Schlüsselschwert verwandelt ist, um für eine bestimmte Zeitspanne eine dauerhafte Abwehrhaltung einzunehmen. Das Blocken von gegnerischen Attacken lädt deinen Schild bis zu einem Maximum von 2 Stufen auf. Drücke X, während das Schild aufgeladen ist, um je nach Ladestufe einen speziellen Blockkonter auszuführen, okay. Sora kann bis zu 3 Schlüsselschwerter zur selben Zeit im Kampf mit sich führen, um zwischen ihnen zu wechseln. Bewege den Zeiger im Kommandomenü auf Angriff und drücke
Okay, wechsle die Schlüsselfelder je nach Situation und selbst mitten in einem Kombo. Damit verleihst du dem Kampf noch mehr taktische Finesse. Taktische Finesse, muss ich sagen, ist nicht mein zweiter Name. Also Standardschwert machen wir Heldenschwinge. Und da packen wir einfach mal den Königsanhänger an. Außerdem Ausrüstung haben wir nicht. Accessoires haben wir einen Fertigkeitsring. Okay, der ist doch normal. Items, Potion paar mitnehmen. Eye Potion und ein Aether. Eye Aether. Nee, klein Aether. Du bist zufrieden? Are you sure this box with the Book of Prophecies is for reals? I think that Dingbat in black was pulling your leg. Be quiet and dig, you imbecile. I must find that Book of Prophecies and make it my own. His was the only clue we have. We cannot afford to dismiss it without a thorough investigation. I'm just saying a shot in the dark ain't gonna get us any closer to... Whoa! What is it? Have you found something? Show it to me at once, fool! Yes, sir, easy. This has got to be that Pandora's box Hades mentioned. Leave it. What? After all that digging? That is not the box which I desire. We are finished with this world. Come. No. May your heart. Was war das jetzt? Möge dein Herz. Cut. Hä? Das war nicht ich. Ich habe die Sequenz nicht abgebrochen, falls ihr das denkt. Es hat einfach cut gemacht und fertig. Oh. Welt der Dunkelheit. Dark World, das Reich der Dunkelheit. Spielt mit Yo. What's wrong, Riku? Are you tired? Do you need a break? We can stop. No, just... I've been here. I should know this place. But that all seems like another life. Well, gee, think of all you've seen. All the feelings you've felt. Why, you've done years of growing in almost no time at all. I remember my first time here. I was so scared. But now my doubts and fears are gone. If anything, I feel exhilarated. And it's not because there's darkness in me. I know too well what that rush is like. This is different. And it's not adrenaline either. I know Aqua needs us, but I'm ready. I'm in control now. Maybe it's because you're with me this time. Mm-mm. It's not me. I think it's because you finally found inside you that special strength to protect what matters. What? Sometimes you care so much for somebody that other feelings disappear. And then there's no room for fear or doubt. Is that it? Strength to protect what matters. It reminds me of a promise I made. To who? Just someone I once met. Can't tell. Sounds like a good memory. Yeah. While we're reminiscing, Mickey, does any of this look familiar? Sort of. But the realm of darkness has changed since I was here with Aqua. Yeah, it's different from what I remember. Usually,
I'd just follow my heart, and Aqua would show me the way. But the closer I get, the hazier our connection feels. You mean... Maybe, but we can't give up hope. Yeah. Entschuldigung, jetzt musste ich unbedingt meine Boxen spinnen. Wegen meinem Handy. Arschloch-Handy, Arschloch-Boxen. Psst. Ja, okay, ich werde dann diese Aufnahme dann noch in zwei teilen müssen, weil ich dachte eigentlich, ich mache die Bosse noch schnell kalt und jetzt sind schon 40 Minuten. This beach. It's gone. Huh? I'm positive Aqua was here. But now, her trail's gone dim. I've been here too. With Sora. Really? This is where we found our way back to the Realm of Light. Hey, maybe Aqua did too. Aqua has fallen into an even darker abyss. Somewhere I can't see her. And I don't think we're equipped to dive any deeper than we already are. So then... Oh no! What? Riku, be careful. Even the least threatening Heartless are stronger in this realm. I got it. Wahrscheinlich spielen, ja. Ja, direkt auf die Fresse bekommen die auch. Auch wenn Riku gut reinhauen kann, ne? Wir haben ihn auch gleich schon eigentlich. Easy. It's not over. Be careful. Oh no. Von der Dunkelheit aufgesogen. Riku ist ja sehr anfällig für die Dunkelheit, muss man sagen. What? Because somebody needs me. Who are you? Riku? Wake up! Riku! Are you okay? Where'd the Heartless go? I got more than half of them, and the rest vanished. But they spit you out first. Ugh, thanks. I owe you. I know you feel invincible, but we're not. Are you all right, Mickey? Yeah, thanks to the new gear. But your Keyblade... Oh. Wow, Schlüsselschwert gebrochen? Das ist so mega mächtig. The Heartless here are stronger than what we expected. I guess we probably should have powered up our Keyblades before we came in here, huh? Kann die verstärken? I think we need to go back to Master Yen's Hit's tower, so we can regroup.
But Aqua's still down here alone, facing enemies like that. Willst du da mit einem kaputten Schwert rein oder was? What if she's feeling as scared and alone as I felt the first time I came here? How long are we supposed to keep her waiting in this awful place? But Aqua, she's like Sora. What? No, 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 no. Strong like Sora. Oh. Wow, wie abging. Good. Then I guess she's gonna be all right. Sora could fall into any darkness and swim his way out. Besides, we won't be long. Right. Jetzt wollte er mit dem kaputten Schwert rein, oder was? Huh? Can't use this keyblade anymore. Might as well leave it here. For the other me. What? Welches andere ich? Hallo? Werfenschlauch. I see. You could not regain your strength. Will ich nicht, nicht so schnell. No, Biggie. I still learned a lot. Regardless, Sora, you will need the power of waking. It can't be gone forever. Maybe something'll trigger it real soon. Like what exactly? I know. How about a bunch on the head? Der hilft immer. Perhaps it could be something that is as simple as that. Wait, you think so too? Whenever you are in need, magic happens. That is your greatest strength, Sora. You make it sound like an accident. Whoa! Huh? We're back, Master! Ah, Sora. Dings treffen sich jetzt. We were here before, but you didn't wait. Hey there, fellas. So, what have you three been up to? We were visiting. We went to Olympus to visit Hercules. And to figure out how to get all of Sora's lost powers back. What? It was a big disappointment. Oh, what a shame. But honestly, we didn't fare any better. Did you manage to figure out where Aqua is? Because Master Yen Sid said that's why you fellas left. Even a hint? Nicht mal ein Hinweis, okay, schade. Come on! Can I finally say something? We know Master Aqua made it as far as the beach that Sora and I once visited. But that's where her trail ends. Meaning? All traces of her vanish into the great abyss. Beneath the realm of darkness. Lass da rein. She's dead? No. Sora was dragged into the abyss during his exam. And I went in after him. So I think if we find someone who is really close to Aqua, and they make the dive, they could reach her down there. I'm not sure who's even left to ask. Ventus is hidden, and Aqua's the only one who knows where. Plus, nobody's seen Terra in ages.
Aqua was the last. So Aqua, she's gonna be the key to finding all three. Yes, their teacher, Master Ericus, would have been another possibility. Had Xehanort not mercilessly struck him down. Der musste jetzt nochmal getroppt werden, dass er tot ist, oder was? Der Muskel ist nicht so partykanonisch, der Zauberer da. I'll save her. Huh? But Sora, that's gonna be super hard since you don't have the power of waking. Huh? Sorry. I have no idea why that just popped out. Well, it was pretty convincing. Yeah. Better not let us down. Sora, you must focus on regaining your lost power of waking. Mickey and Riku, I recall that Master Aqua journeyed to many worlds and connected with others who could be the link we need. Good plan, sir. Riku and I will retrace her steps and see if we can find any sort of clues. But first... We got hit pretty hard in the Realm of Darkness. My Keyblade was damaged, and the Heartless broke Riku's clean in half. So... we're gonna need to get replacements before we can continue. In that case, rendezvous with Kairi and Lee. They are continuing their training under the tutelage of the wizard Merlin. Yes, sir. Also, I would like you to deliver these for me. Are they? Yes, they are the same as the ones I gave you. Special vestments to shield Kairi and Lee from the darkness. Ah, okay. We got him! What? No fair! What about my outfit, Master? Sora, don't bother me like that. I can consider it. Settle down. I have new clothes for you too, Sora. Yeah? A gift from the good fairies. Huh? Ah, I knew you'd come through for me. Thanks! Those are no ordinary garments, Sora. Like before, they have very special powers, so it took extra time to prepare them. In addition, there is a gift from Chip and Dale inside. Cool. Okay. Happy now? Yep. Now you are all ready to proceed. Hey, wait! Don't forget about me! Jiminy! Jiminy! Whoa! Every journey worth going on needs a cricket to keep track of it. And I can't let you start this one without old Jiminy Cricket by your side. The whole team's back. Yeah. Good. Now to mark the beginning of a new journey. I wish for you to have this, Sora. Huh? Okay. That is a heart binder. Think of it as a good luck charm made just for you. You have a gift, Sora, for connecting with others. And this makes that gift stronger. It's time to go. Diener machen? Ehre. Lief der? Your heart be your guiding key. See? Keine Ahnung, was wir damit meinen. Ah, ein Traumfänger zur Unterstützung herbeirufen kannst. Ah, okay. Wollen wir jetzt mal die Kleidung anziehen, oder was? Give me a break, okay? I told you, these things take time. Gorge, is it just me? Or is this turning into a routine? Huh? What? I muss auch sagen, kleinen Déjà-vu hat man jetzt, ne? It's coming from you, Sora. Huh?
Ah, Chip Chop. What's this? Chip, Chip, Chip und Chap oder so, glaube ich. I don't know how. Maybe this. Hooray! He picked up. Huh? Dale? Hey, Chipper! Chap. I finally got Chip und Chap, wie du gesagt. Hurry up, Chip. Wow, it's about time. Chip? You gotta answer the phone, Sora, or we can't give you updates. We got lots and lots of important stuff we want to tell you. That's why we asked Master Yensid to make sure you got this gummy phone we made you. So we'd be able to stay in touch with you at all times. And it takes pictures. Oh, you finally finished it. Say, with this gummy phone, we can talk to each other across worlds. In fact, I might even try writing my journal on it. Wow. Sounds like it's pretty handy, guys. So, what's so important? This! Back when you and Riku quested through the sleeping worlds, Riku recovered some secret research data that Ansem the Wise hid inside you. Ansem's code! Mm-hmm. We've been working our tails off trying to crack it and see what it says. The data has been encrypted, so we've only deciphered some of it. Huh? Oh. I guess we haven't spoken since the castle. I'm Ienzo. Alias is here too. Alias, whatever's between you and Roxas, it's in the past. Sora, the reason we're here is because you and your friends defeated our nobodies, thereby recompleting us. We cast off our hearts by choice, make no mistake, but we didn't know that Xemnas, or rather, Xehanort was deceiving us. Huh? Xemnas? Oh, he's with them! Not anymore. Xemnas and Xehanort have no hold over us now. We're just students of the Heart. Exactly the same as we were before all of this began. Yeah, right. But you know, now that I think about it, Axel's on our side now. We have friends we want to bring back to this world just the same as you. To do that, we have to work together. In that spirit, Sora, we found some intriguing data in the bit of code we deciphered. Is it about me? Yes. In order to piece your memories back together, our teacher Ansem the Wise took a close look at your heart. And what he found is that your heart doesn't belong just to you. It doesn't? Gorge, you don't seem surprised. Yeah. Honestly, I suspected as much. There's another heart inside mine. I think it's Roxas's. Just like Naminé is still inside Kairi's. Interesting. Well, no one knows your heart better than you. To be honest, we still have a plethora of questions on our side. But the idea has merit. It's incredible enough that you and your nobody are able to coexist. If you share a heart, no wonder someone as remarkable as you caught Ansem the Wise's eye. We'll keep investigating based on your hypothesis. I'll be in touch. Okie dokie. We'll give you fellows a ring if there's anything else. Remember, me and Chip, the guys at Radiant Garden, and King Mickey and everybody are never far away. And Jiminy, would you do us a favor? Teach Sora how to use the dummy phone. Leave it to me. I have to find Roxas and save him. The others are following Aqua's heart. So I'll follow Roxas's heart. Trust the guidance that your heart gives you, Sora. That's what Master Yen Sid said. Well, go! Oh, that's easy.
Wohin gehen wir? Warum sagt er easy? Jetzt haben wir den dritten Teil erreicht. Jetzt sind wir nicht von mehr bei 2,9, jetzt sind wir bei 3,0. It's a gummy phone. It's a gummy, 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 gummy phone. Let's go. Die neueste Erfindung von Chip und Chap. Sie ermöglichen dir, über die Welten hinweg zu kommunizieren und macht auch Fotos. Oh, normal. Ich muss trotzdem sagen, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinfahren, ne? Oh, ich hasse das Gummifon zu steuern. Drücke L1 oder R1, um zu beschleunigen. Drücke die Taste erneut, um zu bremsen. Durch einen Druck auf L3 kannst du einen 180-Grad-Wende machen, um dich schneller vorzubewegen. Nutze zusätzliche Schubs. Drücke Kreis, um eine Einheit deiner Schubleiste für einen Geschwindigkeitsschub einzusetzen. Du benötigst weitere Hilfe, um erneut... Ich bin so gelangt, ja. Eingreifen mit dem Gummijet ist mit X. Oder R2, um deine Waffe abzufahren. Fahren und schleifen. Drücke 4, um Rolle, okay. Weltmarkierung. Die Markierungen zeigen Welten an, die du noch nicht besucht hast. Steuere eine Markierung an, um zu der jeweiligen Welt zu gelangen. Wenn dein TP auf 0 fallen, wird dein Jet zerstört. Würde die Schubs benutzen, verbraucht ihr bereits eine Einheit dieser Leiste. Die Leiste füllt sich mit der Zeit wieder auf. Ein Blick auf ein Radar verrät die Position von Herzlosen und okay. Alter, ist doch jetzt okay. Hatten wir das schon, oder nicht? Ja. Auch einfach alles vergessen. Lul. Gar kein Bock auf Herzlose, muss ich sagen. Krieg ich noch das Schwert? Jawohl, noch das Schwert bekommen. Was ist jetzt hier los? Mit dem Ausschalten von Gegnern und Erkunden des Ozeans dazwischen erhältst du manchmal Kugeln oder andere Belohnungen. Erfahrungskugeln sammeln diese Kugel ein, um deine Gummijet in eine Stufe aufzusteigen. EP-Kugeln. Diese Kugeln regenerieren eine geringe Menge der Trefferpunkte, Items und einzigartige Items. Diese Belohnung bestehen für gewöhnlich aus Gummistein. Beziehungsweise wertvollen Items, alles klärchen. Ist doch jetzt okay. Du würdest gerne ein wenig schneller von Punkt A nach Punkt B gelangen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten. Begib dich in einen Tunnel aus Licht und Rausche mit hoher Geschwindigkeit hindurch. Du kannst den Nebel verlassen, indem du L1 oder R1 drückst. Nur diese Bären oder Ringe, um einen vorübergehenden Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Diese Ringe ändern außerdem deine Flugrichtung. Aha. Also bleib jetzt einfach nur hier drinnen, ne? Ist doch jetzt mal okay. Sei vorsichtig, wenn du herzlosen Markierungen auf dem Gummijet-Radar siehst, steuerst du eine solche Markierung an, wird der Kampf ausgelöst. Die Siegbedingungen sind von Kampf zu Kampf verschieden. Die Regeln findest du in der linken oberen Bildschirmecke. Sobald der Kampf beginnt, der Anzahl der Sterne auf dem herzlosen Markierung zeigt an, wie schwierig die Kämpfe jeweils sind. Wenn deine Gummistufe noch niedrig ist, hältst du dich vielleicht besser noch fern. Okay. Ja, aber Stufe 1 ist doch okay, oder was? Ja, aber will ich den machen? Eigentlich nicht. Will den doch gar nicht machen. Die Steuerung ändert sich geringfügig, wenn ein Kampf beginnt. Neige L, um dich nach oben, unten, links, rechts zu bewegen. Halte dafür Dauerfeuer X oder R2 gedrückt. In der linken und oberen Ecke bestimmt siehst du die folgendes. Deine Punktzahl, die Anzahl besiegter Gegner, den Kampfrang. Versuche eine höhere Punktzahl und damit einen besseren Rang zu erreichen. Von E bis hinauf zu Rang A. Je höher dein Rang am Ende des Kampfes, desto besser fallen deine Belohnungen aus. Oh, alles klärchen. Ja, ich will doch gar keine machen. Also den habe ich raus. Einfach nur links und rechts, Alter.
Komm schon. Warum habe ich denn das eine Raumschiff da jetzt nicht zerstört bekommen? Oben die zwei noch. Oh, da ist noch eine übergeblieben. Muss ich sagen, nicht ganz gefeiert, das Ding. Ah, jetzt sind aber auch einfach viel zu viele Gegner hier, oder was? Rang B ist okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ereignis Countdown 1. Ja. Ganz ehrlich, ich hab gar keinen Bock auf diese Events. Eigentlich nur da links jetzt raus, da oben links hin. Ich denke mal, da kommt man zu irgendeiner Welt oder was. Was das jetzt für Ringe? Was da nochmal? Da gab es einfach nur Gold und sowas, ne? Und XP und Gold und ja. Was ist das denn hier? Schatzsphären erhalten seltene Items, die nur darauf warten, von dir freigeschaltet zu werden. Schieße auf die Schatzsphären, um sie zu aktivieren. Verbinde die Schaltkreise, lokalisiere Zahnräder und schließe so lange darauf auf, bis sie die richtige Position und die Schaltkreise miteinander verbinden. Aber schaue genau hin, manche Zahnräder sind Attrappen, die keinerlei Funktion haben. Schritt 3, Profit. Wenn du alle Schaltkreise erfolgreich verbunden hast, öffnet sich die Verriegelung der Schatzsphäre. Du kannst die Minispiele L1 oder R2 beenden. So, mal gucken, was machen hier Sachen, ne? Müssen ja alles ausprobieren. Ah ja? Komm schon, weiter. Yes. Jetzt hier rauf. Yes. Ah, wo ist der nächste Schaltkreis? Da. Und Z vor allen Dingen. Z für Zoom steht das, glaube ich. Das sind noch XP-Kugeln, ne? Was waren diese Sterne? Weiß ich nicht. Der Megastern da? Item. Ah, okay. Und Abfahrt. Das sind eigentlich das. Diese großen Kugeln kann man ja auch zerstören, ne? Aber die bringen nicht so wirklich was. Geil finde ich, dass hier keine Monster irgendwie so in der Nähe sind. In den anderen Teilen war ja immer, dass man jetzt ordentlich gegen Herzlose eigentlich kämpfen musste. Ist hier ja nicht der Fall. Kann man den jetzt nicht auch irgendwie markieren, da den Aal? Boah, den Turbo habe ich jetzt nicht richtig angewandt. Oh, scheiße, war das kacke. Was ist das denn da? Ein Item bekommen, was ist das hier? Alte Bauform-Fragmente. Ah, okay. Werde ich mich wahrscheinlich nicht drum kümmern. Gummijet. Nee, sehe ich mich einfach nicht drin. Das sieht nach der. Oh. Nach Dingstadt aus. Wo doch. Der eine Typ sein müsste. Ja, auf geht's in die Welt rein da. Daten werden geladen.